Guten Tag. Mein Name ist Maximilian Schreiter und ich bin Dozent im neuen HL Executive Programm Merger Integration Management, das wir gemeinsam mit den Integrationsexperten der Frankfurter Gruppe ab Februar 2020 anbieten werden. Warum nehmen wir uns diesem Thema an? Naja, das lässt sich letztlich auf zwei Zahlen runterbrechen. Erstens, Übernahmen und Transaktionen haben in den letzten 10 Jahren ca. 50% aller Unternehmensinvestitionen ausgemacht. Eine immense Zunahme an Relevanz hält man sich den historischen Schnitt von ca. 20% seit 1895 vor Augen. Und zweitens beobachten wir, dass mehr als 50% aller Übernahmen keinen Wert generieren. Im Gegenteil, diesen sogar vernichten. Die Zahlen hierzu schwanken je nach Studie erheblich, aber letztlich sehen sie im Durchschnitt nie besonders schmeichelhaft für die Übernahmen aus. Nun sind die Gründe für dieses Scheitern, ebenso wie die Motive hinter Übernahmen und Fusionen, natürlich spezifisch und vielfältig. Doch bei näherer Betrachtung lassen sich schon einige Gemeinsamkeiten erkennen. Zum einen beobachten wir klassischerweise überbordenden Optimismus vor der Transaktion. Dies äußert sich in der Überschätzung von Synergiepotenzialen, einer zu optimistischen Einschätzung bezüglich der zeitlichen Realisierung und einer oftmals viel zu geringen, fehlerhaften Risikoadjustierung. Kurzum, die Unternehmensbewertung vor der Transaktion ist in vielen Fällen deutlich zu positiv. Eine Mischung aus Selbstüberschätzung und konzeptionellen Defiziten. Dieser Faktor wird dementsprechend auch von 31% aller befragten Vorstände in einer KPMG-Befragung als Hauptgrund genannt. Mit einem noch höheren Ergebnis schneidet jedoch ein anderes gravierendes Problem ab. 39% sehen eine schlecht durchgeführte Integration als Hauptgrund für die Wertvernichtung. Und tatsächlich ist häufig zu beobachten, dass deutlich mehr Ressourcen und Management-Attention in den Abschluss eines Deals fließen, als in die anschließende Integration. Dabei sind alle Synergien bei Abschluss erstmal reine Wertpotenziale und das Deal Closing sollte eigentlich als ein Startschuss begriffen werden, ein Startschuss zur Wertgenerierung. Für eine erfolgreiche Umsetzung bedarf es eines Playbooks zur zeitlichen und organisatorischen Planung und einer abgestimmten organisatorischen Struktur, die diese Planung dann letztlich auch umsetzen kann. Und es bedarf einer Unternehmensführung, welche die Integration als Top-Management-Aufgabe begreift und die Mitarbeiter behutsam auf eine Reise des Zusammenwachsens mitnimmt. Daraus ergibt sich letztlich direkt der dritte große Erfolgsfaktor, die Verknüpfung der Pre-Signing- und der Post-Signing-Phase. Wären erfahrene Integrierer bereits in der Deal-Bewertung und Strukturierung eingebunden, könnten viele der angesprochenen Herausforderungen bereits früh im Prozess adressiert werden. Eine solche realistische Hand-in-Hand-Analyse sollte im Rahmen einer Due Diligence passieren und tatsächlich ist eine unzureichende Due Diligence der dritte Hauptgrund, der in der Befragung der KPMG aufkam. Mit diesen Argumenten wird recht deutlich, warum wir uns in unserem neuen Executive-Programm diesem Thema annehmen und auch, warum wir es in dieser Form tun. Während Kirsten Meinertz-Stiller und Dr. Christoph Roloff von der Frankfurter Gruppe den wichtigsten und auch zeitlich dominierenden Themenkomplex der Integration tiefgehend mit den Teilnehmern beleuchten und diskutieren, konzentrieren sich Professor Alexander Lahmann und ich auf die Bewertung und Erfolgskontrolle bei Übernahmen und Fusionen. Gemeinsam bringen wir dann letztlich die Kompetenz an den Tisch, um aufzuzeigen, wie der dritte große Problemkomplex angegangen werden kann. Die Verzahnung der Pre-Signing- und der Post-Signing-Aktivitäten. In insgesamt 3 Tagesveranstaltungen zwischen Februar und Juni 2020 erschließen wir gemeinsam mit einem kleinen Kreis von Teilnehmern erfolgsversprechende Umsetzungsstrategien und Konzepte. Praxiserprobt und fallbezogen. Zum Abschluss nur noch eine ermutigende Statistik aus einer PwC-Befragung. Wertgenerierende Übernahmen oder Fusionen greifen in 93% aller Fälle auf ein starkes Integrationssetup zurück. Bei wertvernichtenden Transaktionen geben dies nur 46% der Befragten an.
Es lohnt sich also, in Integration zu investieren. Sollten Sie Interesse oder weitergehende Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen. Oder werfen Sie einen Blick in unsere ausführliche Broschüre. Wir freuen uns auf Sie.